So, hallo, schön, dass ihr wieder da seid. Es geht weiter. Wir haben das Rad aufgebaut und wir testen. Wir testen an sich schon seit mehr als 3 Monaten, aber ich komme jetzt das erste Mal dazu, ein Video zu machen. Habe zwischendurch immer so ein bisschen selber mit dem Handy gefilmt, aber jetzt bin ich hier gerade unterwegs und mache nochmal was Schönes fertig. Ihr wisst ja, die Probleme, die wir lösen wollten, war erstmal ein hoher Anti-Reiß bei einem Rad mit einem hohen Drehpunkt. Dann wollten wir einen guten Anti-Squat haben, dafür haben wir die Umlenkrolle montiert. Ja, und wir wollten natürlich sicherstellen, dass verschiedene Kettenblattgrößen gefahren werden können, ohne eine Abweichung zu haben beim Anti-Squat. Und jetzt ist natürlich die Frage, ist uns das gelungen? Und ich kann nur sagen, es ist uns hervorragend gelungen, es macht richtig Spaß, das Rad geht richtig nach vorne. Es fühlt sich genauso an, wir haben im Endeffekt, sitzt man am Computer und versucht ein Gefühl zu designen. Und hat dann hinterher erst beim Fahren bewahrheitet sich das, hat man das geschafft oder nicht. Das kann natürlich gut aussehen, das kann irgendwie alles, aber ob das Gefühl stimmt, was man im Kopf hat und was wir schon seit 2 Jahren im Kopf haben, das ist eben gerade das Spannendste. Und jetzt zeige ich euch einfach ein paar Fahreindrücke und erkläre euch noch ein paar Details. Ein wichtiger Punkt war ja auch Kettenstrebenlänge. Warum wollen wir das so kurz machen? Das will ich euch mal kurz demonstrieren, weil das Ding halt einfach eine geile Agilität behält. Klettern kannst du auch. Wir haben uns ja ganz viel Gedanken dazu gemacht, wie die Kinematik aussehen soll und dass das Ding relativ hohen Anti-Squat hat. Und das heißt natürlich, dass es beim Bergauffahren sehr wenig wippen sollte. Ein bisschen wippen kann man oft nicht vermeiden, wenn man den Dämpfer halt auch voll offen haben will. Ich bin jetzt gerade im Trail-Modus. Ich fahre jetzt einfach mal los und latsche voll rein. Das geht hier ordentlich hoch und ihr könnt euch das anschauen, wie das Fahrwerk sich verhält. So, ich fahre jetzt hier einen technischen Wurzeltrail, wo man echt viel treten muss. Und ich bin total überwältigt gerade, weil es ist genial. Also ich bin echt kein guter Climber und ich habe echt nicht viel Power in den Beinen. Aber das Fahrrad, das behält einfach den Moment und es bleibt einfach schnell auch beim Klettern. Natürlich durch die großen Räder und die nach hinten gerichtete Radhebungskurve. Das ist der Wahnsinn. Also man beschleunigt einfach nur in Stellen, wo man denkt, da würde ich es normalerweise brutal verkacken und man kann Linien fahren, man kann wirklich geradeaus die Wurzeln hochfahren, völlig ignorant, ist der Mega. Also ich war mir sicher, dass das Rad bergab gut wird, dass es bergauf besser ist, als was ich hier gefahren bin, ist der Knüller. Also wirklich geil und das Zahnrad merkt man gar nicht, den Drag da vorne, also den Widerstand, aber es ist eh killefit im Vergleich zu den Watts, die Reifen ziehen. Also ich bin mit Stefan in Wuppertal am Testen und Wuppertal ist schon ein bisschen härter, die Strecke ist auch ziemlich zerbombt, kann man gut sehen hier, die Wurzeln liegen alle frei und so weiter, es geht runter, ordentlich Schläge, also es ist schon ein ganz adäquates Testgebiet für ein Enduro, aber die großen Laufräder und der Hinterbau, die bügeln einfach alles weg, also ich habe mich hier selbst mit dem Downhillrad noch nie so safe gefühlt. Das ist hart zu glauben, das war alles so gut. Ich mach gleich nochmal eine Sequenz, wie Stefan hier runterdübelt. Alles egal. Der macht, was er will. Unglaublich geil. So easy sieht das aus. Ich merke gerade, das Hauptproblem, irgendwie mal ein paar coole Szenen von dem Fahrrad einzufangen, wie es funktioniert, ist, dass das alles sieht total langweilig aus, weil das Rad einfach so einen scheiß guten Job macht. Also wir müssen irgendwie härtere Strecken müssen her.
Was zum Fahrrad sagen? Boah, ich bin gerade harter gefahren, das ist ein bisschen anstrengend. Obwohl Okay. es auch ein 29er ist. Der krasse Unterschied ist echt, ich habe gerade schon gesagt, irgendwie wie das Hinterrad sich festhält am Hardtail irgendwie über die Wurzeln und wie das Rad das Supercruiser einfach drüber nagelt. Und du hast überhaupt keinen Geschwindigkeitsverlust in den ruppigen Stellen, das ist so krass. Sehr geil. Ich hätte den letzten Mega auf jeden Fall gewonnen. Mindestens, oder? Mindestens. Nicht. Downhill-Rad zum Bergauf fahren, geil. Ja, sehr gut. Wow! Das war schon grenzwertig, aber ja. Geil. Ja. Ich glaube, ein paar Mal fahren, dann ist das schon richtig geil. Aber der geht sackstark auch in der Luft. Ja, ne? Den! Ja. Ne, aber klebt auch wie. Also, das Fahrwerk hält das Ding echt sackgut am Boden. Das ist oberstabil, ne? Ja. Ja. Die Idee ist jetzt zu gucken, wie wir das produzieren können und wie wir das dann hinterher eben auch anbieten können, weil da sind wir eigentlich jetzt wild entschlossen, dass wir so begeistert sind von dem Konzept und dass wir das tatsächlich auch auf den Markt bringen wollen. Wenn ihr weiter folgen wollt oder noch nicht abonniert habt, macht das hier unten und wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Mal kurz, wie das war mit dem Fahrradfahren. Als hätte man sich so richtig dicke Eier um. Alles klar.